Moin ins YouTube und herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge Catalyst. Wir wollen warm weitermachen hier. Hackbares Werbedisplay. Machen wir nochmal. Wegpunkt setzen. Sind wir hier über die Brücke oder so? War das, glaube ich? Hä? Ah, da. Geht doch nicht über die Brücke. Schade. Aber hier muss man irgendwie... Das heißt, also aktiviert. Nicht mehr her. Okay, wir müssen... Alles klar. Ja, Icarus ist verschwunden. Alles klar. Ja, das kennen wir ja schon, dass Icarus verschwunden ist und so. Das ist uns ja schon bewusst. Aber die Mission können wir ja leider noch nicht machen. Aber da wir die 6 Stunden auskosten wollen, die wir haben, machen wir einfach ein bisschen Nebenquests. Wir gehen jetzt dahin. Wollen wir mich natzen? Ah, lol. Gar nicht gesehen. Das ist relativ weit unten, ne? Da können wir da vielleicht drauf springen auf das Teil. Oh oh. Sieht hier ziemlich gefährlich aus, was ich hier mache. Ich muss irgendwie da hochkommen, aber... Oh, da kann man nicht drauf laufen, alles klar. Da konnte man nicht drauf laufen. Das wusste ich nicht. Dachte, da könnte man auch drauf laufen. Naja, naja. Ich also wieder zurück hier. Oh, nett. Jupp, das nehmen wir doch gerne mit. Dankeschön. Dankeschön. 9 Stück von 20 haben wir schon. Das ist echt krass. Ja, schön, die müssen wir dann hier irgendwie her oder so? Oder wo müssen wir dann? Nee, guck mal da. Guck mal hier. Hier ist so eine Schwing nach rechts, das Teil. Dann können wir hier nämlich Wall One und... Jawohl, sind drüben. Werbedisplay hacken. Nice. Nice, 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 nice. Hätten wir auch schon mal machen können, aber ich habe es, glaube ich, nicht geschnallt, dass wir das machen konnten, aber na, ist egal. Oh mein Gott, oh mein Gott. War knapp. Okay. Wo haben wir denn noch was, was wir machen können? Hier. Ein Dash. Gönnen wir uns doch mal den Dash hier. Jo. Warum ist hier der Dash markiert und hier auch noch irgendwas markiert? Tab. Weil da war irgendwie auch noch irgendwas markiert. Keine Ahnung, was das war. Wahrscheinlich ist das das hier oder so. Und wenn ihr bedenkt, wir sind momentan in dem Gebiet hier. Das ist mega riesig. Guckt euch mal diese riesige Stadt an. Und diese riesigen Wolkenkratzer hier. Hier ist ja noch gar kein richtiger Wolkenkratzer dabei. Ich glaube, hier in diesem Turm waren wir schon mal. Das war auf jeden Fall bei mir da schon mal drin. Das ist ja auch die Station von Plastic. Okay, von Plastic. Aber sonst, hier ist natürlich noch so ein riesiger Turm. Ich glaube, in dem waren wir auch schon drin, oder? Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wollen wir jetzt mal zu dem einen Dash da. Da drüben ist er. Klatsch. Hier ist jetzt mal wieder so ein Dings zum Aufmachen. Ich bin sogar schon mal überlegen, ob ich diese ganzen Folgen, die jetzt kommen, alle an einem Tag bringe. Weil wir machen ja momentan nur Nebenmissionen, also Nebensachen so. Und das wäre eigentlich ganz gut, das eigentlich nur an einem Tag zu bringen. Jawohl, Dinge kriegst du gerade. Ah, bis jetzt ist das schon richtig schlecht gewesen. Wo müssen wir denn dann hin? Alles klar. Da haben wir schon mal gut hingekriegt. Und der Pfeil hat doch voll dahin gezeigt, oder nicht? Weil der Pfeil hat mega dahin gezeigt. Okay. Ach, guck mal, da ist ein Seil. Neu starten. So. Sehr schön. Wir müssen hier runter, glaube ich. Ja, mussten wir. Perfekt. Dann hier durch. Nice.
Das Ding einsammeln, sehr schön. Na, was mache ich denn hier? Das hätte nicht sein gemusst. Das hätte nicht sein gemusst. Oh, verdammt, ey. Keinen einzigen Stern, keinen einzigen. Ja, komm, einen will ich aber noch haben, ey. Einen will ich wenigstens kriegen. Können wir besser. Ja, neu starten. Das können wir auf jeden Fall besser. Zum Beispiel, das war schon gar nicht schlecht. So. Dann springen wir hier hoch. Seilen uns natürlich hier ab. Nice. Gönnen uns dann das hier. Hier durchs. Erstmal ein bisschen duschen hier. Das ist immer wichtig. Hätten wir uns eigentlich sparen können. Ist egal. Was soll's. Hier durchs. Die Luke. Genau. Was? Nein. Bin mir hingefallen. Ganz komisch auch noch hingefallen. Chitte. Ne, wird auf jeden Fall eine bessere Zeit, aber... Wird wieder kein Stern... Ja, ne, wird noch niemals... Wird noch nicht mal eine bessere Zeit. Ja, komm. Ist egal, oder? Doch, doch, einen Stern würde ich ganz gerne eigentlich schon. Komm, einen Stern kriegen wir. Ich weiß nicht, wie man alle drei Sterne kriegen soll, ne? Das war zum Beispiel... Das war für den Anfang, war das mega, mega gut. Haben wir gar keine Zeit verloren eigentlich. Gar keine Zeit. Nein, und dann mache ich da so einen Blödsinn, ne? Egal, wir schaffen trotzdem eine bessere Zeit diesmal. Nicht im Blut. Drei Sterne ist auch unmachbar, ohne Scheiß. So, hier sind wir noch nicht falsch aufgekommen. Noch nicht einmal. Ah, hier sind wir natürlich jetzt blöd aufgekommen, aber ist egal. Wir schaffen es trotzdem. Komm. Zieh. Jawohl, einen haben wir. Einen Stern haben wir, wenigstens etwas. Naja, mehr will ich auch erstmal gar nicht. Gibt so anscheinend noch irgendeine andere Lösung, wo man da hin kann, glaube ich, die viel, viel geiler ist. Gut. Gucken wir, was wir jetzt noch so für Teile haben. Den Dash haben wir gemacht, Was ist das hier? Time Trail. Ah, das ist wieder eine von einer selbst erstellten Person. Das Lustige ist, damit konnte ich mich zu teleportieren, echt, lol. Zu den Time Trails kann man sich hin teleportieren. Das könnte echt noch irgendwie ein Fehler sein, weil das, dadurch kann man sich richtig gut über die Map teleportieren. Ha, nice. So, nächster Dash. Machen wir. Ah, der nächste ist aber ja hier. Da kommen wir mal schneller da. Yep. Laufe ich einfach drum herum, was soll's. Brauche ich ja nicht da drüber zu springen. Und da ist der Dash, perfekt. Spielen. Yep, Rennen bestreiten. Oder eine Eva-Rennen bestreiten. Ah, viel zu langsam gerade. Yep. Von hier mussten wir auch schon mal herrennen für diese eine Mission, für diese Kräutermission da. Zu dem Typen da, der da steht. Ah nein, komm. Ach komm, das war jetzt nicht wahr, ey. Das war mega kacke gerade, was wir da gerade abgeliefert haben. Da fliegen wir den zweiten Stern, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem noch irgendwie. Das war jetzt zum Beispiel nicht schlecht. Das war auch nicht schlecht. Kein Stern. Das darf nicht wahr sein, ey. Mann, wieder kein Stern. Wieder kein Stern. Das darf nicht wahr sein, ey. Kriegen wir vielleicht. Vielleicht schaffen wir es irgendwie einzukriegen. Komm. Ich probiere es jetzt noch einmal, wenn ich dann keinen kriege, dann ist aber auch egal. So. Jump. Hier war es viel, viel schneller, glaube ich, her. Ich
über diese blöde Leiter da zu klettern. Das war scheiße, das war scheiße, das war mega scheiße. Nein, und wieder hier aufgekommen und kann nichts machen, das gibt's nicht, ey. Mega dumm von mir schon wieder. Kein Stern mehr, oder doch, einen Stern haben wir noch. Da war gleich wieder gar keinen mehr. Bin sogar wieder langsamer geworden, das gibt's nicht, ey. Also also die Dashes sind richtig schwierig. Also für mich zumindest, ich weiß nicht, also ich laufe immer nach dem roten Leitfaden. Irgendwie kriege ich die meistens nicht hin. Keine Ahnung. Naja, ist aber auch egal. Mein Gott. Verlasse ich den Dash? Gucken, sieht der Dash denn jetzt... Kann man den Dash denn jetzt irgendwie markiert aussehen lassen? Also sieht der jetzt aus, als ob man den schon mal gemacht hätte? Oder sieht der jetzt so aus, als ob man den noch nie gemacht hätte? Weil man sieht jetzt aus, als ob der also den noch nie gemacht hätte. Das ist das Problem. Naja, ist auch egal. Was soll's. Ich mach sowas mal, weil sowas sieht ganz lustig aus, das Blaue. Was auch immer sowas Blaues ist. Das sah irgendwie besser aus als diese Dashes. Ich glaub, die Dashes werden auf Dauer ein bisschen langweilig irgendwie auch. Weil die halt, ich finde die schwierig. Also irgendwie habe ich da nicht den Skill für. Ah, ja klar. Du hast doch früher ständig für Ablenkung gesorgt, oder? Tja, das Spiel hat sich nicht verändert. Sorg dafür, dass Krugersek beschäftigt ist, während ich diese Wanze bei WFYO anbringe. Okay. Ich laufe durch Krugersek Truppen. Alles klar. Hi. Fuck. Fuck. Ich muss innerhalb von 17 Sekunden entkommen, oder was? Wie ich das denn jetzt noch hinkriegen, ey? Schaffe ich da? Das würde ich aber sonst schaffen. Wenn die hätten mich nicht angegriffen so gut, dann hätte ich das geschafft, denke ich mal. Erneut versuchen. Erneut versuchen, alles klar. Ich denke mal, wenn wir das schaffen, schnell genug zu entkommen, dann geht es. Also dann müsste die Mission nicht fehlgeschlagen sein. Probieren wir es einfach nochmal aus. Müssten wir eigentlich hinkriegen. Die Story-Mission war irgendwie einfacher. Jo, so. Geht weg. So. Da kommt direkt die nächsten. Kacke, kacke, kacke. Ich lauf weiter, ich lauf einfach weiter, ich lauf einfach weiter. Sehr schön. Was? Die Tür geht nicht auf? Scheiße. Hab ich zu spät gesehen. Okay. Oder muss ich einfach nur, Na, ich denke, ich muss weg von denen, ne? Oder muss ich die einfach nur ablenken? Du hast doch früher ständig für Ablenkung gesorgt, oder? Tja, das Spiel hat sich nicht verändert. Erreiche das erste Ziel. Für mich wird das Sinn machen, dass ich da nicht abhauen muss, sondern Geld ausschalten muss. Ne, ich lock sie weg. Da kommt noch mehr. Komm, zieh dich hoch, danke. Wie soll man das denn schaffen, ey? Das ist nicht machbar. Man kann nicht so schnell entkommen von den Typen. Oder ich warte mal ein bisschen. Also ich kämpfe ein bisschen gegen die. Oder umlaufe die ein bisschen. Dass die halt nur auf mich fokussiert sind. Vielleicht geht's ja dann irgendwie. Du hast doch früher ständig für Ablenkung gesorgt, oder? Tja, das Spiel hat sich verändert. Weil das schaffe ich nicht. Ich schaffe nicht so weit schnell da wegzulaufen. Auch wegen meinen Haken hinterher nicht. Weil der einfach zu langsam ist. Sehr gut, wir sind
Und kommt einfach nicht an mich dran, richtig peinlich. Fehlgeschlagen. Hä? Man muss echt entkommen, aber entkommen kann ich nicht. Im besten Willen, ich schaffe es nicht zu entkommen. Never ever. Never ever schaffe ich das zu entkommen. Du hast doch früher ständig für Ablenkung gesorgt, oder? Tja. Erreiche das erste Ziel. Das ist meine Mission. Das ist nicht das Thema. Innerhalb von den 30 Sekunden, die ich da vorgegeben habe. Das ist ganz so gar nicht das Thema. Hier. Zack, bin da. Jo, mach ich. Da wurde ich kürzlich kurz so weiter die weiterverfolgen. Hey. Keine Chance, keine Chance. Einmal probiere ich es noch und dann gebe ich einfach auf, ey. Weil das ist nicht machbar. Habt ihr gesehen, wie schnell ich halt war? Oder wie weit ich halt gekommen bin? Ich schaffe es nicht, aus dem Kreis wieder rauszukommen. Never ever. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Keine Ahnung. Du hast doch früher ständig für Ablenkung gesorgt, oder? Tja, das Spiel hat sich nicht verändert. So, egal. Hep. Nö, was macht er jetzt schon wieder? Alles klar. Ja, ich habe jetzt schon nur noch 15 Sekunden mehr. Das ist ja kacke, ne, das bringt nichts. Sind wir alle ausgeschaltet, so? Und der nächste Trupp. Einmal, wie gesagt, einmal probier ich es jetzt noch, Einmal lässt mich der Ehrgeiz jetzt nicht in Frieden. Aber auch letztes Mal, ey, ohne Scheiß, das kann ja nicht sein, das ist ja irgendwie nicht machbar. Ich darf keinen einzigen Fehler im Run machen, einfach. So. Zack, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Easy. Nummer 4. Sich nicht erwischen lassen, alles klar. 23 Sekunden habe ich noch, das bringt mir absolut gar nichts eigentlich. So. Nächste Dings hoch. Da kommen gleich irgendwann die Bösen, die auf mich schießen. Und da dachte ich, da könnte ich vielleicht auch schon direkt in das Teil dran da oben. Wo kann ich erst, wenn ich ganz gut davor stehe und das bringt nichts, ne? Never ever komme ich da weg. Never ever. Egal, dann breche ich die Mission einfach ab. Kann man die irgendwie abbrechen? Keine Ahnung, hoffe ich mal. Ich würde einfach sagen, danke fürs Zuschauen und lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein bei Mirror's Edge Catalyst. Ciao, ciao.